Ein 16-Jähriger tötet den Betreiber einer Lottoannahmestelle. Mit einem 12 cm tiefen Stich in den Kopf. Blut im ganzen Geschäft. Die Spuren der Gewalttat gestern gegen 18 Uhr in dieser Lottoannahmestelle am Rande der Dortmunder City. Das sind Menschen, gerade im Gewaltbereich, die selbst schon Opfererfahrungen gemacht haben. Er hat geleugnet, also bis es nicht mehr ging. Also bis dann wirklich, und dann irgendwann ist er in der Situation zusammengebrochen. Wenn du hier einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen hast, die verwickelt sind in einen Raubmord, wohin möchtest du die denn, wenn die dann mit 20, 22, 23, wohin denn zurück? Warum begeht ein Jugendlicher eine so brutale Tat? Es ist der 29. Juni 2001, ein Freitag kurz vor 18 Uhr. Hier hinter mir war damals eine Lottoannahmestelle. An diesem Abend füllt gerade einer der letzten Kunden seinen Tippschein aus. Inhaber Klaus-Peter S. steht an der Tabaktheke und bedient einen Stammkunden. Die Kasse vor sich hat er geöffnet. Opfer des Raubmordes wurde der 60-jährige Inhaber. Während der Kunden bediente, betraten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer die kleine Annahmestelle, verlangten Geld. An einem Freitagabend vermuteten sie wohl hohe Spieleinnahmen. Diese beiden Männer, das stellt sich später heraus, sind zum Zeitpunkt der Tat noch nicht einmal volljährig. Es sind der 16-jährige Mustafa und der 15-jährige Emir. Der Bruder von Emir, der 22-jährige Ahmed, steht während der Tat vor der Tür Schmiere. Ihr Plan? Sie wollen Ladeninhaber Klaus-Peter S. ausrauben. Um zu verstehen, was genau dort passiert ist und wie aus dem Raub eine Tötung werden konnte, treffe ich Thomas Seifert. Er war Teil der Mordkommission, die in dem Fall ermittelt hat. Eigentlich ging es um einen Raub. Also die Jugendlichen waren bewaffnet, hatten ungeladene Pistolen und auch ein Messer dabei. Wie ging es denn dann weiter, nachdem sie den Kiosk betreten hatten? Die beiden Jüngeren betraten die Lottoannahmestelle und forderten dann auf, dass alle nach hinten gehen sollten, ruhig sein sollten und das Geld herausgeben wollten. Hatten beide Pistolen in der Hand. Ja, und dann eskalierte die Situation. Inwiefern ist die Situation dann vor Ort eskaliert? Der Betreiber der Lottoannahmestelle hatte sich offenbar eine Pistole besorgt, eine Gaspistole. Ja, er hat die Situation dann so eingeschätzt, dass wenn er die Täter selbst bedroht, dann möglicherweise die Tat abgebrochen wird und alles glimpflich ausgeht. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Durch diese Bedrohungssituation fühlte sich einer der Täter dann bewogen, aktiv zu werden, hatte dann nicht nur eine Pistole, sondern auch ein Messer mitgeführt und hat dann auf den Betreiber der Lottoannahmestelle mit einer großen, ausholenden Bewegung eingestochen und ihn am Kopf getroffen und auch direkt tödlich getroffen. Davon, dass Mustafa eine echte Waffe und nicht nur eine ungeladene Pistole dabei hatte, sollen seine beiden Mittäter nichts gewusst haben. Er fühle sich im Umgang mit einem Messer sicherer als mit einer Pistole, wird Mustafa später sagen. Und dass er Klaus-Peter S. nicht töten wollte, sondern ihn nur davon abhalten wollte, zu schießen. Es gibt oftmals Fälle, in denen ein Geschehen eskaliert und in denen dann Täter zu Mitteln greifen, die sie möglicherweise nur als letzte Möglichkeit eingeplant hatten, und sodass es dann bei Überfällen durchaus zu Toten kommen kann. Nach der Tat flüchten Mustafa und Emir Richtung Innenstadt. Wohl ohne Beute wird das Gericht später annehmen. Der dritte und älteste Täter geht zunächst davon aus, dass alles funktioniert hat. Er macht sich auf den Weg zum abgesprochenen Treffpunkt. Wie sahen denn dann die Ermittlungen in den ersten Tagen aus? Also hatten Sie eine Spur, der Sie ganz klar gefolgt sind, oder haben Sie in verschiedene Richtungen ermittelt? Dann ist es einfach so, dann erzählen die Personen eine Geschichte und wir überprüfen und es fächert sich auf. Dann wird aus einer Vernehmung werden auch einmal 5 und dann werden es 10 und man muss erst mal gucken. Und der Wahrheitsgehalt ist auch nicht immer so, dass es alles übereinstimmt. Wie sind Sie denn dann im Laufe der Ermittlungen auf die Täter gekommen? Tatsächlich hatten wir insofern Glück, also ein Täter stand vor dem Lokal Schmiere. Und als dann die Kräfte der Schutzpolizei eintrafen, hat man sich natürlich um das Opfer gekümmert und dann aber auch gleichzeitig Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. In der Küpferstraße ist man auf eine Person aufmerksam geworden, die aber ganz cool reagierte. Und sagte, ich bin hier einfach nur unterwegs, ich habe nichts mitbekommen. Und nichtsdestotrotz war die Person insofern verdächtig, weil sie eben sehr zeitnah jetzt auch in dieser kleinen Straße angetroffen wurde, dass man sie mitgenommen hat. Sie ist dann auch zeitnah vernommen worden im Verlauf der Ermittlungen. Hat dann angegeben, er war bei einem Freund, ist dann unterwegs gewesen und wollte dann in die Stadt gehen. Im Nachgang war es dann tatsächlich so, dass
eigentlich der Anstifter zu dem ganzen Geschehen war. Das war der ältere Bruder eines der Beteiligten. Tatsächlich hatte Ahmed den Raub schon lange vorher geplant. Er war nämlich verschuldet und brauchte Geld. Deshalb hat er seinen Bruder und dessen Freund Mustafa gefragt, ob sie bei einem Raub dabei wären. Direkt vor der Tat haben sie sich in der Nähe des Tatorts in der Wohnung von Bekannten getroffen. Und von da sind sie dann direkt zur Lottoannahmestelle gelaufen. Ob diese Bekannten von dem Plan wussten oder vielleicht sogar bei den Vorbereitungen geholfen haben, das ist unklar. Da waren junge Leute. Einer hatte seinen Zivildienst geleistet, also unauffällig, keine schwerkriminellen Personen. Und die hatten dann auch irgendwann sich schon gedacht, dass sie vielleicht die Täter im Vorfeld in der Wohnung hatten, hatten sich dann aber auch nicht so richtig offenbart. Also das sind auch alles so Tage. Also die Tat war ja an einem Freitag und ich glaube so am Montag, Dienstag offenbarten sich die beiden dann und sagten, es war doch schon ein bisschen merkwürdiger, als die drei bei uns in der Wohnung waren. Und darüber hat sich das dann konkretisiert. Wie haben Sie die Täter dann in den Verhören wahrgenommen? Ich habe tatsächlich nur eine Person vernommen von den dreien. Das war der Jüngste. Ja, also sichtlich schockiert. Also er hat geleugnet, also bis es nicht mehr ging. Also bis dann wirklich, und dann irgendwann ist er in der Situation zusammengebrochen und hat dann Angaben gemacht. Also ich denke, die Situation hat ihn massiv überfordert. Also das war von seiner Seite aus nicht geplant. Er war nicht der Messerstechende und auch nicht, er wollte eigentlich die Tat abgebrochen haben. Und der andere ist dann übers Ziel hinaus geschossen und das war nicht das, was gewollt war, hatte ich den Eindruck. Wissen Sie von Ihren Kollegen, wie sich die anderen beiden in Verhören verhalten haben? Also ich habe die Vernehmung des älteren Bruders gelesen. Er war nur einfach da und die haben was gemacht, was er nicht wusste. So hat er das dann dargestellt. Schlussendlich auf Vorhalt in den Vernehmungen hat er dann auch gesagt, ja gut, ich war derjenige, der die da reingeschickt hat. Ich habe da Schmiere gestanden und hat seine Tatbeteiligung dann auch ein bisschen verspätet, also in Einklang gebracht mit dem, was sein jüngerer Bruder gesagt hat. Man hätte ja auch denken oder erwarten können, dass der ältere Bruder seinen jungen Bruder schützt. Nee, so ein Held war er nicht. Mustafa, Emi und Ahmed sind alle ähnlich aufgewachsen. Also sie alle hatten Probleme in der Schule, haben Gewalt erlebt und psychische Probleme. Der Vater von Emi und Ahmed zum Beispiel soll seine Söhne gewürgt und mit Gegenständen auf sie eingeschlagen haben. Mustafa stand schon einmal vor Gericht, weil er eine seiner Lehrerin geschlagen hat. Nach Arbeitsleistungen und einer Wiedergutmachung wurde das Verfahren aber wieder eingestellt. Laut den Lehrern von Mustafa wurde er in der Schule gemobbt und hatte deshalb beschlossen, hart und stark zu sein, damit ihm dann niemand mehr etwas antun kann. Und darum ging es ihm letztendlich auch bei der Tat. Mustafa kam es nicht so sehr auf das Geld an. Er stellte sich einen Beuteanteil von 500 D-Mark vor, welchen er für Süßigkeiten und Taxifahrten ausgeben wollte. Er wollte aber jedenfalls mitmachen, weil er Mut beweisen wollte. Darüber, wie junge Menschen überhaupt dazu kommen, so eine Straftat zu begehen, möchte ich mit Maximilian Pollock sprechen. Er war als Jugendlicher selbst Intensivtäter und betreibt heute Aufklärungs- und Präventionsarbeit speziell für junge Menschen. Ich treffe ihn in Düsseldorf. Natürlich ist jede Person individuell, aber was würdest du sagen, was sind Gründe, warum so junge Menschen Straftaten begehen? Ich habe sehr, sehr lange in Schulen Präventionsarbeit gemacht, insgesamt ungefähr 800 Workshops in Schulen gegeben und habe immer die Frage gestellt, warum glaubt ihr, werdet ihr oder eure Freunde oder warum werden Jugendliche kriminell? Und es gab so, weiß ich nicht, vielleicht 10 Antworten, die immer wieder kamen. Da ist sowas dabei wie, sie brauchen Geld, sie wollen cool sein, ihnen ist langweilig, Abenteuerlust, dann auch sowas wie, ja, man will anders sein, man möchte ein Rebell werden, man möchte nicht auf diesen eingetretenen Pfaden laufen. Es sind also ganz, ganz verschiedene Motivationen dafür, dass Kinder und Jugendliche Straftaten begehen. Wenn ich nämlich dann nicht nur in Schulen nachfrage, sondern auch in Jugendarrestanstalten und Jugendgefängnissen, wo also wirklich auch Intensivtäter sitzen, dann haben gerade die Intensivtäter besonders einen Faktor, der mir mehr zu denken gibt. Und es wird auf zwei verschiedene Arten ausgedrückt. Einmal der Wille zur Macht, so würde ich sagen. Und das andere ist, nie wieder Opfer sein. Und diese beiden hängen ganz, ganz stark zusammen. Also es ist im Grunde dasselbe. Und das heißt, es sind Menschen, gerade im Gewaltbereich, die selbst schon Opfererfahrungen gemacht haben. Als du dich über den Fall in Dortmund informiert hast mit den drei jungen Tätern, was hast du da gedacht? In den meisten Fällen tatsächlich wird aus, und es klingt jetzt doof und wirklich, ich verstehe,
Ich bin noch immer auf Opferseite. Aber in den meisten Fällen wird aus Angst zugestochen. Die Leute sind nicht die, die zustechen, sind nicht die selbstbewussten Täter, die innere Stärke haben. Das sind nicht die Kampfsportler, das sind nicht die, die eigentlich, wenn ich Gewaltkompetenz sagen darf, Gewaltkompetenz haben, sondern es sind eigentlich, wie wenn man es mit der Tierwelt vergleichen will, sind es Angstbeißer. Bevor wir auf den Prozess schauen, möchte ich noch über das Opfer sprechen. Klaus-Peter S. Also direkt nach der Tat lag der Fokus halt sehr auf den Tätern. Und der Schock war groß, dass so junge Leute für so eine Tat verantwortlich sein sollen. Und das hat dann die Geschichte von Klaus-Peter S. überschattet. Über ihn ist aber auch gar nicht so viel bekannt. Also man weiß, dass er eine Frau hatte, die in der Annahmestelle gearbeitet hat und eine Tochter. Schon einige Zeit vor dem Raubversuch war Klaus-Peter S. misstrauisch geworden, weil er verdächtige Personen in seinem Laden gesehen hatte. Deshalb hat er zwischendurch immer wieder Geld aus seiner Kasse genommen und in seiner Kleidung versteckt. Und er hat sich auch eine Gaspistole besorgt und die in der Annahmestelle aufbewahrt. Am 4. Dezember 2001 startet vor dem Dortmunder Landgericht dann der Prozess gegen die drei Täter. Mord aus Habgier, versuchter schwerer Raub mit Todesfolge, so lauten die Anklagen gegen zwei 16-jährige Jugendliche und einen 22-jährigen, die sich seit heute am Dortmunder Landgericht verantworten müssen. Die beiden Jugendlichen, die jünger und unreifer wirken als ihrem Alter entsprechend, hatten Ende Juni eine Lottoannahmestelle in Dortmund überfallen. Die Öffentlichkeit bleibt zum Schutz der Jugendlichen bis zur Urteilsverkündung von der Verhandlung ausgeschlossen. Statt von einer Affekttat geht die Staatsanwaltschaft jetzt von einem Mord aus. Mustafa drohen 10 Jahre Haft. Die Frau von Klaus-Peter S. und seine Tochter kommen zunächst nicht zur Verhandlung. Der Prozess ist für sie zu schwer zu ertragen. Während des Prozesses versuchen Mustafa und sein Anwalt, den Mordvorwurf zu entkräften. Also Mustafa sagt zum Beispiel, er habe nur auf die Schulter von Klaus-Peter S. gezielt und der habe sich dann weggeduckt. Ein Kunde, der das Ganze mit ansehen musste, kann das aber glaubhaft widerlegen. Das Gericht stellt schließlich fest, der Tod von Klaus-Peter S. war keine Absicht, aber Mustafa hat ihn billigend in Kauf genommen. Nach 13 Verhandlungstagen wird dann das Urteil gesprochen. Die Angeklagten Ahmed und Emir sind des versuchten schweren Raubes schuldig. Der Angeklagte Mustafa des Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge. Gegen den Angeklagten Ahmed wird eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren, gegen den Angeklagten Emir eine Jugendstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten und gegen den Angeklagten Mustafa eine Jugendstrafe von 7 Jahren verhängt. Was muss denn passieren, damit Leute gar nicht erst kriminell werden, so junge Leute? Was kann da getan werden? Das Stichwort ist Präventionsarbeit. Wenn Kriminalprävention funktioniert, dann siehst du sie nicht. Wenn Kriminalprävention funktioniert, dann hast du die Straftaten nicht am Ende und dadurch könnte der Eindruck entstehen, ach, wir brauchen es nicht. Und es ist natürlich viel, also politisch wirksamer und auch, ich verstehe den Gedanken, es ist leichter, Geld dafür locker zu machen, zu sagen, hey, wir bauen noch einen neuen Knast und den machen wir noch sicherer und wir machen Überwachungsmaßnahmen und wir finden die Straftäter noch schneller raus, weil das einfach, das ist greifbar. Wenn wir die Kriminalstatistiken anschauen, sprechen die eigentlich eine klare Sprache, wir machen viel richtig. Jeder Cent in Prävention spart uns Geld hinten raus. Genau das zeigt auch eine Auswertung der Präventionsinitiative Kurve kriegen des NRW-Innenministeriums. Demnach verursacht ein Intensivtäter bis zu seinem 25. Lebensjahr etwa 1,7 Millionen Euro soziale Folgekosten. Zum Beispiel für die Zeit in Haft. Da kann ich dir einen Sozialarbeiter auf dich draufbinden. 24 Stunden bleibt er bei dir, wohnt bei dir. Weißt du, und stattdessen soziale Folgekosten, Gerichtsverhandlungen. Hunderte von Opfern, die beklaut, bestohlen, bespuckt werden, all das hat noch soziale Folgen, die nicht mal abzuwägen sind. Und trotzdem haben wir diese Riesenzahl und sind immer noch schüchtern, irgendwie Geld in Prävention zu investieren. Ein großes Thema, was dann ja immer aufkommt, ist Resozialisierung. Ich weiß von dir, dass du diesen Begriff nicht magst, aber warum magst du den nicht? Resozialisierung spricht von einem Zurückführen zu einem Zustand, den wir haben wollen. Und bei jungen Straftätern, wohin willst du denn resozialisieren? Und bei den Tätern, wenn du hier einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen hast, die verwickelt sind in einen Raubmord, wohin möchtest du die denn, wenn die dann mit 20, 22, 23, wohin denn zurück? Es kann kein Zurück geben. Wir müssen eine neue Lebenswelt für diese Kids kreieren, in der Zeit, in der sie in Haft sind. Das ist extrem schwierig. Deswegen ist offener Vollzug extrem wichtig. Es muss so nah wie möglich
das Leben in Haftanstalten angelehnt sein auf das Leben, was wir später von den Jugendlichen erwarten. Nehmen wir meinen Fall. Ich habe 10 Jahre nicht kochen müssen. Ich habe 10 Jahre nicht selbstständig einkaufen können, wann mein Kühlschrank leer war. Ich habe 10 Jahre nicht überlegen müssen, wie viel Geld ich ausgeben darf, um noch eine Miete bezahlen zu können. Du warst ja damals auf der anderen Seite von Sozialarbeit und Präventionsarbeit. Gab es da auch Momente, in denen du gemerkt hast, ey, ist mir gerade egal, was der sagt, das funktioniert hier gerade gar nicht. Und ja, was du jetzt vielleicht auch anders machst? Was mir gefehlt hat, war, lass mich anders sagen, you can't be what you can't see. Ich bin aus der Schule geflogen. Okay, dann werde ich dieses Abitur, von dem ich irgendwann mal gehört habe, und ein Studium sicher nicht schaffen. Wie soll ich das machen? Dann hier, es ist zum Beispiel, in meinem Fall war dann auch so, ich habe sehr viele weibliche Betreuungspersonen gehabt. Ich habe die geliebt, heiß und innig. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das nachmachen kann. Und es ist wirklich wichtig, dass wir den Kids was geben, was sie kopieren können. Also brauchen wir Vorbilder, die aus der Lebenswelt der Jugendlichen kommen. Als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, war ich ziemlich schockiert, als ich gelesen habe, wie jung die Täter waren. Also 2 von denen waren ja sogar noch minderjährig. Das Gespräch mit Maximilian Pollux hat mir aber gezeigt, nur weil man früh kriminell wird, heißt das noch lange nicht, dass der komplette Lebenslauf so aussieht. Und wenn ihr noch mehr True Crime-Fälle aus NRW schauen wollt, dann guckt doch mal in die Filme meiner Kollegen und Kolleginnen rein.